So, und jetzt hoffentlich mal ohne sterben. Ich weiß es nicht, als ich der Erste bin, der gestorben ist. Aber es ist auch einfach ein verdammt leckender Server. Ach, jetzt ist der Server. Ja, wo bin ich sonst gestorben? Im Real Life bin ich aber nicht gestorben. Und im Internet auch nicht, also bin ich auf dem Server gestorben. Logische Schlussfolgerung. Bitch. Bihatsch. Bihatsch. So, 2 Stacks Glas schmoren im Ofen. Ach komm, Zombie. Ersauf doch einfach. Ersaufe. Los, Spinne. Geh kaputt. Geh kaputt. Boah, ich hätte fast den Enderman angeguckt. So, Level 30. Was machst du? Wieso legst du mir der Rot Flash rein? Wieso klaust du mir die ganze Zeit Clay? Ich klau dir keinen Clay. Oh doch. Nein. Doch. Du kannst doch meine Aufnahme gucken. Ja, und da sehe ich, dass du Clay klaust. Nö. Und wenn du es trotzdem weiter behauptest, kann ich immer noch meinen Abonnenten sagen, die sollen deinen Kanal haten und alles, hm? No. Ja, das würde ich tun. Fies. Das würde ich tun. Wow, ich habe 2 Schafe geschert. Und was habe ich bekommen? 2 Wolle. 2 Wolle. Ich lieg mal im Bett und schlafe. Ich auch. Lukas wurde von Zombie lieb gehabt. Oh. Kannst du dein Resource Pack umändern? Lukas wurde von Zombie lieb gehabt. Das ist aber verdammt schlechtes Twitch. Oh, kümmert sich wieder keiner um dich, Niki. Oh, komm. Lutscher, oh, Lukas. Nö. Gell. Ja, oh, Mädchen, ich kann jetzt auch... Ah, muss ich ein Hände spielen. Ja. Kennt sich aus, ne? Ich habe nur Scarlet Blade gezockt. Ey, das geht auch ohne Hände, Scarlet Blade. Stimmt. Kannst ihnen ja irgendwie sagen, wo sie hinrennen müssen. Richtig. Oder so. Oh, Alter, ist das schwer. So ein 3D-Spiel einhändig zu zocken. Niki, wäre schön, wenn du nicht so rumhampeln würdest. Ja. So, ich hab's zu meinen Öfen gepackt. Sehr gut. Du schaffst das. 32 Glas, super, ne? Ach, oh, scheiße, Zombie. Na, komm her. Stirb gerade auf, du kriegst vollends mit dem Schwert auf die Omme. Jo, Mäuschen. Hm. So. Jump. Gut. Was mache ich denn jetzt? Das hier mitnehmen. Ich habe, glaube ich, noch 20 Bretter von denen. Wobei die Frage ist, was ist dunkler? Das Fichtenholz oder das Holz? Och, der Enderman hilft mir beim Haus, beim Berg abtragen. Also war nett. Also wirklich, die Mobs von heute sind wirklich sehr sozial. Fichtenholz oder dunkles Holz? Schwarzzeichen Holzbretter. Probier doch beide aus. Ja, man kann gucken, ja mal. Guck, was besser aussieht. Ich wollte jetzt erstmal die. Achso, ich wollte Treppen craften. Treppen aus diesem Holz.
Problem ist, das hier ist nämlich in meinem Texture Pack drin, dieses Holz. Ja. 64 Pixel zu 32 sieht pixelig aus. Findest du nicht auch? 32? 16. Entschuldigung, ich wollte den Unterschied jetzt nicht ganz so krass machen. Also habe ich noch kein Badezimmer hier drin. Keine Ahnung, was das damit zu tun hat, aber ich habe noch kein Badezimmer hier drin. Ja, Gamer brauchen ja auch keins. Wo ist meine Axt hin? Da ist meine Axt. Wo habe ich jetzt hingetan? Man könnte so eine Axt dann auch ins Inventar unten die Toolbar legen, ne? Leute, es ist so ein Enderman an deinem Haus und hat einen grünen Clayblock in der Hand. Nicht dein Ernst, oder? Doch. Die können die nicht aufheben, verarsch mich nicht. Da ist ein Enderman, der hat keinen grünen Clayblock in der Hand. Ich klotze ihn jetzt an. Ja, komm her. Hey, komm. Hey, komm. Ich bin im Wasser, komm her. Und da hinten steht er auch wie putzig. Alter, dieses Gebrülle geht ein... Alter, fick dich. Ich war das gar nicht. Nein. Das war bestimmt das unsichtbare Skelett, was auf dich geschossen hat, weil ich baue doch mein Haus hier, siehst du? So. Ninja-Skelette waren das. Unsichtbare Ninja-Skelette. Siehe Staffel 2. Des Todes. Verhängnisvolle Musik. Ja. Die unsichtbaren Ninja-Skelette greifen wieder an. Das heißt, diese Nacht wird irgendwas Schlimmes passieren. Gott. Ach ja. Ach ja. Was du nicht sagst. So. Fühlen wir hier mal die Scheiben ein. Auch wenn ich mich frage, wie kann ich eine ungerade Anzahl an Glasscheiben haben, wenn ich nie eine einzige Glasscheibe kaputtgeschlagen habe. Indem du eine ungerade Anzahl von Glasscheiben verbaut hast. Kann ich. Ich habe immer nur gerade Anzahl an Scheiben gemacht, sei denn du hast mir mal aus dem Ofen welche geklaut. Nee. Nein, du doch nicht. Nur am Anfang einen halben Stack. Ah, nicht der Rede wert. Halber Stack. Der wird überbewertet. So. Ich denke mal, so dürfte das passen. Weg. Ach Gott, dieser verdammte Mistberg. Weg. Ich sag weg, so, dieser verdammte Mistberg. Weg. Blub, Schaufel kaputt. Weg. In die Kiste. Moment. Ey, ich hatte mal Knochen. Man sucht der Fisch da unten drin. Hey, da ist noch Holz drin. Eichelholz. Ja.
Weiche, Berg, weiche. Wenn sie dann zurückweichen, ist angewachsen. Mann, der Glaube kann Berge versetzen. Oh, nicht kleine Hügel wie den da. Mann. Blöde Definition. Also das ist mehr eine Metapher als eine Glaubenssache. Wo wir wieder bei den Stilmitteln wären. Nein, selbst da nicht. Wenn du ganz fest dran glaubst, wird es immer noch eine Metapher sein. Die Erklärung von Metapher ist die längste Erklärung von allen. Die hab ich glaube ich schon wieder vergessen. Sprachliches Sinnbild für irgendwas. Lol. Ich hätte gar nicht mehr merken können, aber Sinnbild. In dem Moment sagst du Sinnbild. Okay, erste Etage fast abgeschlossen. Ich werde nur noch diesen komischen Baum. Hier muss jetzt mal weichen. Wieso das denn jetzt? Das ist öfters auf dem Solo-Server so runtergeschmissen. Ja. So, was gucken? Erlebt so. Oh nö, jetzt darf ich das Ganze doch hier nochmal fertig zwiebeln. So viel zum Thema, sehr lieb zu mir. Böser Server, böse. Schmeiß dich eiskalt nochmal runter. Hell. Was war das? Das war so ein Herr und ein Blablabla zusammen. Ein Herr. Ich sollte, ich glaube, mal ins Fernsehen gehen und damit irgendwelche Filme, Soundeffekte stiften. Ja, irgend so ein Alien-Film. Herr. Das fragen die Alien. So, mein Pferd, ich zieh dann schon mal in meinen fertigen Stall, ne? Wenn du deinen bekommst, naja, sehen wir mal. No, da ist ein Skelett gespawnt. Ist doch noch nicht so fertig, wie ich dachte. Wie kann da ein Skelett spawnen? Genau. So. Machen wir mal noch Fackelschau und dann tun wir mit den Fackelschau mal das Haus ausleuchten und dann tun wir das in die Türen setzen. Kaboom! Fackeln in die Hand. Stirb, Skelett! Stirb einfach! Geh kaputt, geh kaputt, geh sterben! Ich lieg dann mal im Bett. In meinem wunderschönen Haus. Der nächste Tag durch den Berg weiter zu. Und wir gehen die super duper Wendeltreppe nach oben und fällen weiter in den Baum. Was willst du denn, du Mistvieh? Ich hätte gedacht, wenn es ein Creeper gewesen wäre. Die sind irgendwie ziemlich aufdringlich geworden. Ich glaube, die Aufnahme ist schon wieder vorbei. So. Hm. Das ist nicht gut. Das kann nicht gut. Okay. Noch eine hinterher. Klar. Gut. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao.